Hallo, ich begrüße dich und ich freue mich, dass du wieder da bist und dir die Zeit nimmst, mein Video anzuschauen. Heute am 27. September 2018 mit dem Video Wähle deinen Tagesimpuls für heute. Bevor ich damit beginne, lade ich dich gerne ein, dass du deine Augen schließt und einfach in der Energie der Kristallschale eintauchst und dass du dich auf den heutigen Tag voll und ganz einstimmst. Schließe deine Augen. Ich hoffe, du konntest wunderbar entspannen und nun bist du bereit für die Botschaften. Also ich habe hier drei individuelle Botschaften. Einmal das rote Herz, einmal das goldene Herz und einmal das weiße Herz. So, dann beginne ich jetzt mit der ersten Botschaft, wenn du dieses rote Herz gewählt hast. Und die erste Botschaft für dich ist 5 des Feuers. Also es kann heute sein, dass du hier Interessenkonflikte begegnest, also so Kleinigkeiten, also die Ärger bereiten und Auseinandersetzungen in deinem Alltag heute. Schau einfach, wenn dir das begegnet, dass du immer wieder dich verbindest, also immer wieder in diese Verbundenheit gehst und dass du diese Verbundenheit mit allem spürst und fühlst und dann fühlst du dich auch geliebt und geschützt und regt dich das in diese Kleinigkeiten und diese Ärger regen dich dann nicht länger auf, also diese Interessenkonflikte und auch diese Auseinandersetzungen, weil du dich ganz fühlst, weil du in deine Kraft bist, in deine Verbundenheit. Ist auch ganz, ganz wichtig, dass du auch dabei immer wieder ruhig bist, dass du dich erdest und immer wieder neu verbindest. So, wenn du dieses goldene Herz für dich gewählt hast, dann ist dein Tagesimpuls für heute 6 des Feuers. Also du hast hier eine sehr gute Karte bekommen, also Sieg. Gute Nachrichten kommen auf dich zu, auch öffentliche Anerkennung oder Belohnung. Also du wirst hier auch vom Außen, also ganz viel was Positives bekommen, also Anerkennung und Belohnung und auch ganz gute Nachrichten und du wirst dich auch darüber freuen. Du wirst dich so auf jeden Fall sehr gut fühlen und dich fühlen, wie wenn das jetzt ein Sieg für dich wäre. Und dann kam nochmal die Karte Ehrlichkeit für dich heute. Es ist wichtig, dass du ehrlich zu dir selbst bist und dass du aus deiner Ehrlichkeit neue Kräfte auch schöpfst. Also Ehrlichkeit spielt generell bei dir heute eine große Rolle. So, und wenn du diesen weißen Herz, diesen Perlmutt-Herz gewählt hast, dann ist dein Tagesimpuls heute 6. Luft. Es geht aufwärts, das Ende einer schwierigen Situation und eine Reise. Also wenn du in deinem Leben bis jetzt etwas schwierig hattest oder hast du eine schwierige Situation gehabt, dann geht das jetzt aufwärts, geht es jetzt zu einem positiveren. Und also es zeigt sich hier auch heute eine Reise für dich. Also entweder möchtest du gerne wohin fahren oder verreisen oder planst du deinen Urlaub, ja? Und die Drachen sagen ja, ich sage ja zu mir und meinen einzigartigen Selbst und meinen Entscheidungen. Die Drachen sagen dir, dass du zu dir stehst heute, zu deinen einzigartigen Selbst und auch zu den Entscheidungen, die du getroffen hast, dass man einfach dazu steht. Das war dein Tagesimpuls für heute, für den 27. September 2018.
Ich sende dir ganz viel Licht und Liebe und Frieden aus meinem Herzen heraus. Wenn dir mein Video gefallen hat, freue ich mich, wenn du meinen Kanal abonnierst und mir folgst. Natürlich freue ich mich auch, wenn du mich am Facebook, wenn du auf Facebook mich auch folgst oder auf Instagram unter Valeria Tochtenhagen oder unter Reka findest du mich wieder. So, ich sende dir ganz viel Licht und Liebe und Frieden und sage bis bald. Namaste, deine Valeria.